Darüber möchte ich sprechen. Bei mir im Studio Johann Wadephul, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und für die CDU zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik. Ganz herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ja, nach diesen iranischen Luftangriffen hat heute Kanzler Olaf Scholz gewarnt vor jeder weiteren Eskalation. Wie groß ist denn nach dieser Attacke Ihre Sorge vor einem dramatischen Flächenbrand oder einem weiteren dramatischen Flächenbrand in der Region? Ja, dieser Warnung des Kanzlers kann man sich nur anschließen. Die Gefahr ist schon sehr, sehr groß. Sie war ja auch heute Nacht riesengroß. Iran hat über 300 Flugobjekte losgeschickt. Einige sind erst direkt über Jerusalem abgefangen worden. Das zeigt, was für ein feiger und rücksichtsloser Angriff das war. Man stelle sich mal vor, eine einzige von diesen Waffen hätte eingeschlagen in Jerusalem, in der Klagemauer, wo auch immer dort. Jeder würde wissen, das würde jetzt bedeuten, dass wir doch in einem größeren Konflikt wären. Und deswegen müssen wir jetzt die Chance nutzen, dass jetzt Iran erklärt hat, es gibt keine weitere Maßnahme. Möglicherweise ist auch Israel jetzt gut beraten, nicht allzu hart zu reagieren. Und jetzt ist die internationale Gemeinschaft gefordert, hier jetzt tätig zu werden. Bloß dem Iran muss klar gemacht werden, sein Treiben, seine Verunsicherung der gesamten Region, auch die Unterstützung Moskaus im Kampf gegen die Ukraine, das kann so nicht weitergehen. Die internationale Gemeinschaft, sagen Sie, da gibt es unter anderem aus der CSU Überlegungen oder erste Überlegungen für eine weitere Unterstützung Israels auch durch die Bundeswehr. Die ist ja schon präsent in der Region zumindest. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag und wie könnte so eine Unterstützung tatsächlich aussehen? Naja, wir haben immer gesagt, die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Das muss sich jetzt auszahlen. Wenn Israel etwas benötigt, dann müssen wir das beisteuern. Man muss zur Kenntnis nehmen, die USA, Großbritannien und Frankreich haben aktiv Israel jetzt geholfen. Jordanien übrigens auch. Wir waren dazu militärisch offensichtlich nicht in der Lage. Ich finde, die Bundesregierung muss jetzt ganz offen sein gegenüber allen Wünschen aus Israel. Das muss man jetzt eng miteinander absprechen. Denn es ist ja auch so, wer jetzt aktiv hilft, hat dann auch politisch mehr Einfluss auf die Regierung Netanyahu. Und diesen Einfluss werden wir ja benötigen, um auch wieder zu positiven Lösungen, Stichwort Gaza-Konflikt, zu kommen. Das heißt, wir müssen schon das machen, was wir tun können. Aber ob es dort Anforderungen an uns gibt, weiß ich nicht. Wir sind natürlich auch stark belastet schon mit all dem, was wir in Richtung Ukraine leisten. Wir haben gerade ein weiteres Patriot-System abgegeben oder werden das in Kürze tun. Also die Bundeswehr kommt auch an Grenzen. Das muss man ehrlicherweise sehen. Das eine ist also die Unterstützung Israels. Wie sieht es aus mit dem Umgang mit dem Iran? Da fordern deutsche Außenpolitiker generell eine härtere Gangart. Wie sehen Sie das? Wir dürfen auch nicht vergessen, der Iran könnte eine Atommacht werden. Er könnte eine Atommacht werden, aber er darf keine Atommacht werden. Und das muss man verhindern. Die ganze Iran-Politik der Europäischen Union muss neu justiert werden. Die ist vollkommen gescheitert. Es gibt keine klaren Grenzen für den Iran. Sie sehen den Iran an keiner Stelle auf dieser Welt eine positive Rolle spielen, nur eine negative, und zwar eine geradezu kriegerische. Ich habe schon angesprochen, der Iran hat Russland wesentlich in die Lage versetzt, seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine zu führen. Der Iran motiviert und unterstützt und bildet aus Hisbollah, Hamas und die Houthis, die alle nur Israel bedrohen. Also das ist wirklich ein Regime, dem man jetzt klar ein Stoppsignal senden muss. Und das wird die Europäische Union deutlich machen müssen. Hier ist auch die Bundesregierung gefordert, jetzt eine klarere Sprache zu sprechen. Es muss eine Listung der Revolutionsgarden geben auf der Terrorliste. Also wir brauchen hier eine ganz andere Politik gegen den Iran, um ihn einzudämmen. Alle Naivität muss abgelegt werden. Ich ganz kurz noch, welche Rolle kann oder muss Deutschland dabei dann spielen in den nächsten Wochen und Monaten? Ich glaube, Deutschland war zumindest nicht Motivator. Ich will nicht sagen Bremse, aber Deutschland hat sich nicht aktiv eingebracht und hat den Außenbeauftragten Borrell nicht gefordert. Er ist ja sozusagen der EU-Außenminister, der hätte vorangehen müssen. Deutschland muss jetzt die treibende Kraft sein, die ganz klar sagt, die Europäische Union muss den Iran stoppen und da muss Deutschland eine aktive Rolle einnehmen. Klare Worte von Johann Wadephul. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Analyse und den Besuch bei uns im Studio. Gerne. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.